Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass ich zu eurem Jugendhack dieses Jahr euch eine Keynote mitgeben darf. Ich hoffe, ich kann ein paar gute Gedanken bei euch anstoßen. Mein Name ist Ivi Obolor. Ich mache ganz, ganz viele verschiedene Dinge, die alle was damit zu tun haben, dass es in unserer Gesellschaft Strukturen gibt, die dafür sorgen, dass manche Menschen schlechter behandelt werden als andere. Uns immer noch Ungleichheiten gibt. Ich arbeite bei der Stadt Heidelberg als Antidiskriminierungsbeauftragte. Ich koordiniere die Europäische Städtekoalition gegen Rassismus. Ich habe ein Netzwerk gegründet mit zivilgesellschaftlichen AkteurInnen, die sich einsetzen im Bereich Flucht und Migration. Und gerade habe ich ein Buch rausgebracht, was die Lebensrealität von schwarzen Menschen ins Zentrum rückt. Und ich will mit euch heute über ein Gefühl sprechen, was mich begleitet in meiner Arbeit mit diesen Themen. Und es ist ein Gefühl, das kennt ihr vermutlich alle. Dieses Gefühl, manche Leute, die spüren das hier im Bauch und da wird es ihnen ganz, ganz unwohl. Andere Leute, die fangen ganz laut an zu schreien, wenn sie das Gefühl fühlen. Und dann gibt es noch andere Leute, die reden ganz, ganz leise und verstecken sich und wissen gar nicht mehr, was sie machen wollen oder sollen. Und dann gibt es Leute, die fangen an zu weinen, weil sie sich plötzlich einfach total unwohl fühlen. Und dann gibt es Leute, die fangen an zu argumentieren und zu stampfen und die regen sich tierisch auf. Habt ihr eine Idee, was für ein Gefühl sein könnte? Manche machen auch so, wenn sie dieses Gefühl fühlen. Das Gefühl ist Unsicherheit. Wenn Leute und Menschen unsicher werden, passieren manchmal ganz komische Dinge, weil es total schwer ist, einfach mit seiner eigenen Unsicherheit zu bleiben. Weil es fühlt sich nicht so gut an und irgendwie unsicher sein ist nicht cool, weil wir sind doch alle selbstbewusst, wir sind doch Self-Care, Body Positive und wir sind überhaupt nicht unsicher, weil alles ist okay in unserer Gesellschaft, ist alles in Ordnung. Und Unsicherheit ist so ein Gefühl, das hat da total selten Platz. Und ist auch ein Gefühl, wo man überhaupt nicht gerne drüber spricht. Und warum spreche ich jetzt mit euch darüber? Weil ich in meiner Arbeit merke, dass es das wichtigste Gefühl ist. Ich mache Freudensprünge, wenn Leute unsicher werden und wünsche ihnen ganz, ganz viel Mut dazu. Warum? Wenn man sich mit Themen beschäftigt wie ich, wie zum Beispiel Rassismus. Rassismus, vielleicht kennt ihr Noah So, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Deutschland schwarz-weiß. Da spricht sie über Rassismus. Und ich will mal einmal kurz für euch versuchen zu erklären, was ich meine, wenn ich von Rassismus spreche. Und das mache ich zusammen mit dem, was sie gesagt hat, weil das finde ich relativ klug. Sie hat gesagt, Rassismus ist ein Vorurteil zusammen mit Macht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, wenn wir von Rassismus sprechen, geht es nicht nur um Vorurteile, sondern um eine strukturelle Machtdimension. Und wenn wir jetzt nochmal weiterschauen, gibt es nochmal eine kluge schwarze Frau, die auch sich überlegt hat, was Rassismus ist. Die heißt Alice Hasters. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt, was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten, aber nicht hören wollen. Und sie sagt, Rassismus ist ein System, was mit der Absicht hergestellt wurde, um andere Menschen auszubeuten. Warum wollte ich das euch jetzt sagen? Weil ich es wichtig finde, dass man versteht, dass Rassismus ein System ist und nicht einfach nur schade zwischenmenschlich irgendwelche Vorurteile, sondern es ist ein System. Das ist strukturell, ist über 500 Jahre alt und hat mit dem Kolonialismus angefangen. Ich will euch gar nicht jetzt mit einer Geschichtsstunde hier das alles erklären, aber was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir verstehen, Rassismus ist systematisch. Das heißt also, wenn man es überträgt, der Boden, auf dem wir alle stehen, die Schulbücher, in die wir schauen, die Institutionen, in denen wir uns bewegen, sind von Rassismus geprägt und das schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Das ist eine Information, die hatte ich nicht, als ich so alt war wie ihr. Ich
bin aufgewachsen in so einem kleinen Dörfchen in Bayern, sehr, sehr cute da am Bodensee. Ich habe es da immer noch sehr, sehr gern. Aber was es da nicht so gibt, sind andere schwarze Leute. Und was es da auch nicht so gab, ist viel Bewusstsein darüber, was Rassismus ist und was nicht. Wenn man also gefragt wird, ach, Yvier, wo kommst du denn her? Ich habe in so einer Eisdiele gearbeitet, die Leute haben mich immer beglückwünscht für mein gutes Deutsch. So, ach, toll, ja, sie sprechen ja gut Deutsch, so, ja, toll, danke. Oder ach, kann ich mal in deine Haare anfassen? Oh, die sind ja so toll. Oh. Als ich klein war, habe ich nicht so richtig verstanden, warum das die Leute machen. So, okay, weiß ich nicht, stimmt irgendwas nicht mit mir. Die haben andere Leute nie gefragt, wo die herkommen. Andere Leute haben die auch nicht gefragt, ob sie mal ihr in die Haare fassen dürfen. Und was hat es mit mir gemacht? Es hat mich unsicher gemacht, weil ich nicht wusste, ob was mit mir falsch ist oder ob was mit mir nicht stimmt. Und wir sind ganz weit weg von diesen Themen von, oh, jemand wurde erschossen oder jemand wurde verprügelt aufgrund von Rassismus. Auch das gibt's. Aber das ist nichts, was mir begegnet ist. Mir sind viele kleine Piekser begegnet. Da gibt's so einen Fachbegriff, der heißt Mikroaggression. Das sind so kleine Sachen, die einen im Alltag begleiten. Und als ich so alt war wie ihr oder noch jünger, wusste ich nicht, das Rassismus, das hat nichts mit mir zu tun, sondern mit den anderen. Es hat mich einfach nur verunsichert. Und diese Unsicherheit, die bin ich erst losgeworden, als ich ein bisschen älter geworden bin und ein bisschen gelesen habe und mich mit anderen Menschen beschäftigt habe, die zu ähnlichen Themen arbeiten. Dann habe ich gemerkt, ah ja, nicht ich bin das Problem, sondern eigentlich sind es ja andere Leute. Die nämlich nicht verstehen, was es mit Rassismus auf sich hat und die nicht verstehen, was ihre eigene Position in diesem System ist. Es war für mich total krass, weil ich plötzlich gemerkt habe, okay, ich muss ja eigentlich gar nicht unsicher sein, weil es ja auch nicht meine Verantwortung. Und dann hat sich die Unsicherheit gedreht. Dann habe ich angefangen, mit Leuten zu arbeiten, wie euch, mit jungen Menschen und Workshops zu geben, was es mit Rassismus auf sich hat und was es mit dem Wort Weißsein und weißen Privilegien auf sich hat. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Weißsein bedeutet. Kurzer Check, wer weiß es? Einmal Hand hoch. Okay, fast alle. Damit wir alle gemeinsam starten, versuche ich euch das einmal kurz zu erklären. Weißsein heißt, dass man in der Gesellschaft bestimmte Privilegien hat und eine soziale Position, weil man eine weiße Hautfarbe hat. Was ganz, ganz wichtig ist, es geht nicht um die tatsächliche Hautfarbe, die man hat, sondern es geht um die Erfahrung, die man deshalb in einer Gesellschaft macht und die Privilegien, die man hat. Und die Tatsache, dass man als normal gilt und alles, was als nicht weiß gelesen wird, nicht als normal. Mit so Themen habe ich mich beschäftigt, auf ganz verschiedenen Ebenen, zivilgesellschaftlich, aktivistisch, in meiner Arbeit, auf der Straße, im Rathaus, im Internet. Und dann ist mir dieses altbekannte Gefühl wieder begegnet, das ich von früher gekannt habe, nämlich Unsicherheit. Wenn ich mit Menschen arbeite und Menschen verstehen, dass Rassismus ein Ungleichheitssystem ist, was uns alle umgibt, eins, mit dem wir groß geworden sind, eins, was drinsteckt in jedem kleinsten Detail. Vermutlich, wenn ich jetzt mit euch hier spreche, wir überlegen, was habt ihr heute angeschaut, welches Handy habt ihr, was habt ihr eigentlich an, was habt ihr gerade konsumiert, was habt ihr geschaut, was habt ihr in der Schule gelernt, bin ich mir total sicher, dass wir im Gespräch rausfinden können, dass vielleicht viele Dinge davon mit Rassismus zu tun haben. Und es ist richtig gruselig, wenn man das feststellt, weil ihr könnt ja auch nichts dafür, ich auch nicht, dass wir so aufgewachsen sind. Und wenn man anfängt, das zu merken, dass einen das umgibt, dass die Strukturen, auf denen wir uns alle bewegen, geprägt sind von Ungleichheitssystemen, macht einem das ziemlich viel Angst. Und es macht einen richtig unsicher. Und deshalb mag ich dieses Gefühl so gerne, weil wenn ich merke, da kommt Unsicherheit, dann weiß ich, hey,
da bewegt sich was. Hey, das hat die Person gerade irgendwo berührt. Hey, die Person, die ist aus ihrer Komfortzone herausgegangen, hat es an sich dran gelassen und sieht, hey, das macht was mit mir. Das macht mich unsicher. Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht mehr, welchen Begriff ich nutzen soll. Die einen sagen, ich darf jetzt nicht mehr schwarz sagen. Dann soll ich irgendwie auf Color sagen. Farbig ist irgendwie auch nicht mehr okay. Jetzt gibt es noch plötzlich mehrere Gender und oh Gott. Ja, so ist es. Menschen sind komplex. Ihr seid komplex. Ich bin komplex. Und dass einem das Angst macht und dass einem das unsicher macht, das gehört total dazu. Und warum ich deshalb anfangen wollte mit diesem Wort und mit dieser Emotion ist, weil ich euch ganz, ganz viel Mut wünsche, dass ihr euch traut, unsicher zu sein, weil wir brauchen das. Wir sind gerade umgeben von Systemen, die Ungleichheiten reproduzieren. Nicht nur Rassismus, Sexismus, da gibt es viele andere. Gibt auch noch einen Klimawandel, der uns alle beschäftigt. Und ich glaube, es ist total okay, erstmal festzuhalten, hey, ich weiß nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Alle haben dazu irgendwie eine Haltung und man muss jetzt eine Haltung haben und man muss jetzt Flagge zeigen. Aber irgendwie verunsichert es mich trotzdem. Und wenn ihr dieses Gefühl fühlt, wünsche ich euch, dass ihr mal dabei bleibt und da reinspürt und euch traut, in dieser Unsicherheit mal ein paar Schritte zu gehen und zu schauen, was dann kommt. Weil wenn man anfängt, wirklich Systeme zu dekonstruieren, dann bricht einem der Boden weg. Dann weiß man erstmal nicht mehr, was man greifen kann. Und ich habe gemerkt, in den Workshops, die ich mache, in der Arbeit, in den vielen Gesprächen, dass oft die Leute, wenn sie unsicher werden, dann machen sie zu. Oder sie fangen an zu schreien. Oder sie werden ganz leise. Das habt ihr ja vorhin gesehen. Und all diese Gefühle, die da aufkommen, die sind total in Ordnung. Weil Unsicherheit ist eben kein Gefühl, was wir alle gerne mögen. Aber ich glaube, es ist eins, was absolut unausweichlich ist, wenn wir uns wirklich ehrlich damit beschäftigen wollen, was es heißt, rassistische Strukturen, sexistische Strukturen, sonstige Ungleichheiten, die bestehen, zu bekämpfen und dagegen vorzugehen. Und ihr habt jetzt ganze stolze, ich glaube, 2 Tage Zeit und beschäftigt euch mit der Frage, was denn jetzt eigentlich danach kommt. Was ist dann und was ist danach? Ich weiß nicht, was nach der Unsicherheit kommt, aber vielleicht ist ja auch schon die Unsicherheit das, was danach kommt. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ihr jetzt das ganze Wochenende arbeitet und überlegt, dass es total viele Momente gibt, ihr seid hier auch zum ersten Mal, wo ihr unsicher seid, wo ihr nicht wisst, hey, mache ich das jetzt richtig, die Person ist schon viel länger da und ich weiß nicht, vielleicht ist meine Idee komisch, keine Ahnung. Hä, wie cool ist denn dieses Gefühl? Weil das heißt, dass ihr ehrlich mit euch selber seid und voll bereit seid, was zu lernen und wirklich was zu verändern. Und ich glaube, verändern wollen wir alle, müssen wir alle, habe ich ganz viel Bock drauf und habt ihr, glaube ich, auch. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir das zulassen können. Weil Veränderung bedeutet ja irgendwo auch immer, dass man ein Stück woanders hingeht, wie wo man davor war. Und das ist unbekannt, das sind unbekannte Gewässer. Da weiß man gar nicht, wo man hinläuft. Und ich kann euch sagen, dass ich gerade gestern war ich an einer anderen Schule in Heidelberg und habe da so einen Input gegeben zum Thema weiße Privilegien. Es war total spannend, weil alle waren der Meinung, hey, wir sind eine Schule ohne Rassismus, bei uns gibt es keinen Rassismus und wir müssen Courage zeigen und wir müssen Haltung zeigen gegen rechts. Und wenn ich dann aber anfange, die Frage zu stellen, hey, hast du schon mal über dein Weißsein nachgedacht? Hast du schon mal überlegt, dass Rassismus auf der einen Seite Menschen benachteiligt, dass Rassismus auf der anderen Seite aber auch Menschen bevorteiligt? Und wenn wir zusammen dieses System verändern wollen, dann brauchen wir beide Seiten. Dann brauchen wir auch, dass die Menschen, die von Rassismus profitieren, sich dessen bewusst sind, das hinterfragen und vielleicht sogar bereit sind, von ihren Privilegien abzurücken oder die zu nutzen. Die Antwort kann da nicht immer nur sein, wie kann man jetzt Betroffenen helfen und oje, oje, weil ich kann euch sagen, oft wissen die eigentlich das selber ganz gut, was sie brauchen.
Und mir würde es manchmal mehr helfen, wenn weiße Menschen erstmal reflektieren, bei sich selbst anfangen und dann anfangen, mit mir zu sprechen. Weil dann könnte ich mir einiges an antirassistischer Arbeit sparen, die ich immer so machen muss, wenn ich von Leuten auf gewisse Themen angesprochen werde. Und ich hoffe, dass ihr so ein Stück weit einen Einblick bekommen konntet, was es für mich heißt, an dem Thema Rassismus zu arbeiten, was es aber vielleicht auch für euch heißt, an anderen Themen zu arbeiten, die für Ungleichheiten in unserer Gesellschaft sorgen. Und ich hoffe, dass ich euch ein Stück weit so eine Sorge nehmen konnte, dass man immer die smarteste, die beste Person sein muss, die selbstbewusst irgendeine Performance abliefert, sondern dass es vielleicht sogar ehrlich ist, mal genau so nicht zu sein. Um mal genau zu thematisieren, hey, ich bin jetzt total unsicher, du auch, okay, was können wir denn da machen? Und wenn man sich mit seinen eigenen Privilegien beschäftigt, ich sage jetzt Privilegien, weil wenn ich in eure Gruppe schaue, sehe ich oder würde ich einschätzen, dass eine Mehrheit hier weiß ist. Das ist total komisch, sich damit zu beschäftigen. Man hat das Gefühl, man wird in eine Schublade reingesteckt plötzlich, weil man merkt, ah ja, ich bin ja nicht normal und die anderen sind anders, sondern auch ich trage so ein Päckchen, nur sind da gewisse Privilegien drin. Es gibt Peggy McIntosh, die hat so einen total spannenden TED-Talk gehalten, der heißt The Invisible Knapsack. Das heißt, es um so einen unsichtbaren Rucksack, den man mit sich trägt. Und nicht Mann, sondern mit Bezug auf Rassismus weiße Leute. In diesem Rucksack sind ganz verschiedene Dinge drin. Ausweise, andere Vorteile, Codes, Klamotten, wie man aussieht. Sie hat da eine Liste, die ist über 130 Beispiele lang, was denn weiße Privilegien sind. Und das ist auch erstmal nicht so wild, sondern die haben wir, da können wir auch nichts machen. Wenn ihr für euch überlegt, habe ich eigentlich weiße Privilegien? Wo genau geht es mir eigentlich jetzt besser, nur weil ich weiß bin? Wenn ich das mache, passiert mir total oft, dass Klassen, SchülerInnen anfangen, über andere zu sprechen, nämlich über von Rassismus betroffene Leute, die erzählen, ach ja, und da war ich in der Bahn und da habe ich das und das beobachtet. Dann sagt, hey, nee, es geht jetzt gerade um dich, gar nicht darum, was du beobachtet hast. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele, was weiße Privilegien sein könnten. Zum Beispiel, wenn ich so in den Raum gucke, vermutlich findet ihr alle einen Friseur und Haarprodukte, mit denen ihr eure Haare richtig gut pflegen könnt. Das ist ein Privileg, weil es gibt auch total viele Menschen in Deutschland, die können das nicht. Ich habe relativ selten einen Friseur gefunden, der mit meinen Haaren gut umgehen kann. Und ich habe auch relativ wenige Produkte gefunden in Läden, die mit meiner Haut und meinen Haaren gut umgehen können. Selten habe ich auch ein Pflaster gefunden, was meine Hautfarbe hat. Selten habe ich in Schulbücher geschaut und habe gesehen, ah, da sind Leute, die sehen so aus wie ich. Cool. Selten hatte ich die Erfahrung, oder andersrum, als weiße Person macht man relativ selten die Erfahrung, dass man in einem Raum geht und hinter einem steht ein gesamter Kontinent und alle schwarzen existenten Menschen der Welt. Meistens, wenn man als weiße Person spricht, dann spricht man für sich selbst. Und das ist ein Privileg. Wenn ich spreche, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Leute rausgehen und denken, ah ja, schwarze Menschen sagen das so, weil Yvier hat das so gesagt. Wenn ihr Netflix öffnet oder was auch immer ihr gerade so schaut, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man als weiße Person da Leute, Serien sieht, die so aussehen wie man selbst, wo man sich selbst wiederfinden kann. Auch das ist ein Privileg. Und sich dieser Privilegien bewusst zu werden, das macht keinen Spaß. Und ich erlebe es oft, dass Leute total gerne, wenn sie, wir wollen was gegen Rassismus machen, dass es so, es soll irgendwie ein gutes Gefühl geben. Aber das gibt erstmal kein gutes Gefühl, weil man merkt dann, wie einen das umgibt. Und dann sind wir wieder beim Thema Unsicherheit. Aber was ich auch sehe, ist, dass wenn Leute dieses Gefühl zulassen, dass danach richtig krasse Sachen passieren, weil dann ist man nämlich gesprächsbereit und dann hat man wirklich angefangen,
sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist, was wir brauchen und das ist vielleicht auch, was ihr machen und leisten könnt dieses Wochenende, dass ihr ganz ehrlich darüber nachdenkt, hey, was kommt denn nach meiner eigenen Unsicherheit? Was kommt denn danach? Was kommt nach Klimawandel? Was kommt nach Rassismus? Was kommt nach Sexismus? Wie geht's denn da jetzt weiter? Und deshalb freue ich mich jetzt auf hoffentlich viele Fragen von euch und wünsche euch ganz viel Mut. Ich wünsche euch Mut zur Unsicherheit, weil ich finde es ein richtig cooles Gefühl. Und ich hoffe, dass ihr am Wochenende die Chance habt, da reinzufühlen und mit dem Gefühl zu starten und wirklich was zu verändern, damit ihr rausfinden könnt, was danach kommt. Dankeschön. Und jetzt habe ich ganz viel geredet. Deshalb war ich da. Und jetzt könnt ihr aber gerne ganz viele Fragen stellen. Und wie immer, ich bin da, weil ich das will, weil ich euch total cool finde und was ihr macht. Das heißt, es gibt keine doofen Fragen. Ihr könnt mich alles fragen, ich beantworte das gerne. Wenn ich keine Lust habe, dann sage ich es euch, aber das könnt ihr mich entscheiden lassen. Ja, da oben. Genau, die Frage ist, kriegen wir... Du kannst mich gerne duzen. Wie machen wir es? Okay, weil ich kann das jetzt irgendwie nicht. Kannst du es hier hinhalten? Es wurde jetzt gar nicht das Wort Alltagsrassismus erwähnt, wenn ich mich richtig erinnere. Hat das irgendeinen Grund? Ist es irgendwas falsch mit dem Begriff? Oder? Mhm. Nee, mit dem Begriff ist überhaupt gar nichts falsch. Als ich dir vorhin erzählt habe von diesen Erfahrungen, die ich mache, wenn Leute mich fragen, wo ich herkomme oder wenn Leute mir in die Haare fassen, das sind so klassische Beispiele, die ich als Alltagsrassismus bezeichnen würde. Ich habe das nicht verwendet, weil ich das Gefühl hatte, es ist in dem Moment nicht so wichtig. Aber wenn du so magst, kann man das Alltagsrassismus nennen. Diese kleinen Mückenstiche, die ich vorhin da beschrieben habe, diese Mikroaggressionen, das sind so klassische Fälle. Wie diese Frage, wo kommst du her? Oder wo kommst du eigentlich her? Also wenn man mir diese Frage stellt und ich antworte, bleibt es selten beim ersten Mal. Das ist Ivier, wo kommst du her? Wo kommst du wirklich her? Nein, ich meine, wo kommst du wirklich her? Wo kommen deine Eltern her? Wo kommen deine Wurzeln her? Das geht auch sehr, sehr lang weiter. Und die eigentliche Frage ist ja oft, warum bist du schwarz? Könnten die Leute auch einfach stellen. Okay, gibt es noch andere Fragen? Ja, ich glaube, Steffen, du machst das mit... Ihr steht auf. Genau, es gibt bestimmte Beleidigungen zum Beispiel. Wie ziehen sie sich in den geschichtlichen Hintergrund zurück? Also man kennt natürlich ein paar Beleidigungen, aber die man nicht sagen darf. Und nochmal die Frage war? Also wie genau ziehen sie sich halt im Alltag durch oder wie genau ist das geschichtliche Hintergrund dahinter zwischen diesen bestimmten Wörtern? Okay, also... ich nehme mal ein Wort als Beispiel. Das ist jetzt ein rassistisches Wort. Ich sage das schon mal vorweg, dass ich das jetzt reproduziere. Zum Beispiel dunkelhäutig. Dunkelhäutig ist eine Bezeichnung, wie weiße Menschen, schwarze Menschen beschreiben. Und warum ist es jetzt rassistisch? Einmal ist es eine Fremdbezeichnung. Das bedeutet, dass es Leute gibt, weiße Menschen, die genug Macht haben, darüber zu entscheiden, wie man eine andere Gruppe nennt. Da gibt es auch dieses Wort, das auf Sprache ist Macht. Weil du musst erstmal so viel Macht haben, dass du das entscheiden kannst. Das heißt, schwarze Menschen haben nie selbst entschieden, sie wollen jetzt dunkelhäutig genannt werden, sondern das sind weiße Leute, die das entschieden haben, als eine rassistische Fremdbezeichnung, um die Leute als anders zu markieren. Und das geht sehr, sehr weit historisch zurück. Es gibt noch natürlich mehr Wörter, die werde ich jetzt nicht reproduzieren, zum Beispiel das N-Wort. Das N-Wort ist eben eine Bezeichnung für versklavte schwarze Menschen, die ihre Ursprünge im Kolonialismus hat. Das heißt, das Ziel, wenn man dieses Wort benutzt, ist, dass man Menschen abwertet, entmenschlicht und dadurch rechtfertigt, dass man sie ja ausbeuten kann, weil sie sind ja keine Menschen, sondern sie sind ja N-Wort. Und das sind diese historischen Kontexte von Sprache. Das heißt, Sprache passiert nicht einfach so, sondern Sprache ist immer ein Instrument, um die Realität zu beschreiben und abzubilden.
Und wenn man also diese Wörter nutzt, dann kann man nicht einfach sagen, ja, ich meine das aber anders, weil diese Worte haben eine Geschichte, die da immer mitschwingt. Und man kann sich entscheiden mit der Sprache, die man benutzt, möchte ich diese Geschichte fortführen oder möchte ich klar sagen, nee, ich möchte das verändern. Und dann kann ich das, dann kannst du das, durch die Wörter, die du selber verwendest, kannst du ein Zeichen setzen. Ein Wort, das ist eine Selbstbezeichnung, ihr habt es gemerkt, ich sage zu mir selber, ich bin schwarz. Warum mache ich das? Das ist eine Selbstbezeichnung, das heißt, schwarze Menschen haben selber entschieden, ich möchte, dass meine Erfahrungen, die ich als schwarze Person in dieser Gesellschaft mache, so will ich die bezeichnen. Wenn ich das Wort sage, dann meine ich auch nicht meine Hautfarbe, sondern dann meine ich die Erfahrungen, die ich mache, wegen dieser Hautfarbe. Und deshalb schreibt man dann schwarz groß. Ein anderer Begriff, zum Beispiel eine Selbstbezeichnung, ist of color. Das meint alle Menschen, die sich selber als nicht weiß definieren. Und Sprache, ich glaube, Tupoka Ogette sagt das mal ganz schön, ist wie so ein Werkzeugkasten, wo man versucht, Gleichberechtigung zu schaffen. Aber das Problem ist auch, du kannst jetzt nicht rausgehen und dann triffst du deine schwarze Person und sagst, ah, du bist ja auch schwarz. Die IW hat gesagt, sie bezeichnet sich als schwarz. Das habe ich für mich so entschieden. Ich kann euch leider nicht den Gefallen tun und sagen, das ist der korrekte Begriff, sondern das entscheidet jede Person auch für sich selber. Und dafür muss man auch offen und bereit sein. Habt ihr noch andere Fragen? Ja. Ja, okay. Also erstmal finde ich das klasse, dass es Menschen wie dich gibt, die das Ganze ansprechen. Ich wollte fragen, wenn ich jetzt als weiße Cis-Person, die sich seiner Privilegien bewusst ist, das selbst reflektiert sehe und was ändern möchte, was könntest du für Tipps mit auf den Weg geben, was man machen kann? Okay, also vielleicht erstmal, was das Wort Cis bedeutet, vielleicht wissen das nicht alle. Cis heißt, dass einem das Geschlecht, was einem bei der Geburt zugeordnet wird, auch das Geschlecht ist, als dass man sich selbst versteht und identifiziert. Mal kurze Notiz am Rande, damit wir wissen, was du meinst. Also, was rate ich den cis-weißen Männern dieser Welt und auch dir? Also, es gibt da so einen tollen Begriff, der heißt Allyship oder Verbündeter sein. Der wird auch verwendet wie so ein Trendwort, aber ich finde den eigentlich ganz cool. Weil das heißt, oder ich zumindest würde sagen, dass es heißt, dass man sich seiner eigenen Privilegien bewusst ist. Und dann gibt es so ein paar klassische Dinge. Nummer eins, zuhören. So, hey, bei so Themen geht es nicht immer um dich. Und dann ist die wichtigste Eigenschaft, mal zuzuhören, um zu verstehen, wie es eigentlich betroffenen Menschen geht. Eine andere total wertvolle Eigenschaft, die ihr alle gut kennt, ist das Internet und Google und Bücher. Das heißt, es ist nicht die Aufgabe von betroffenen Menschen, die ganze Zeit so ein wandelndes Lexikon zu sein, um jeden Begriff zu erklären. Ich mache das, weil ich bin heute hier und ich will das. Ich will das nicht, wenn ich in der Sauna liege am Freitagabend. Aber dieses Aufklärungsarbeit und Bildungsarbeit, das könnt ihr selber machen. Es gibt endlos viele Ressourcen zu diesem Thema im Internet, auf TikTok, auf Instagram, auf Twitter, überall. Das muss man nicht auf den Schultern derer machen, die davon betroffen sind. Ein anderer wichtiger Punkt kann sein, es geht nicht um dich und deine Emotionen. Ich habe es euch vorhin die ganze Zeit breit erklärt. Auseinandersetzungen mit dem Thema haben viel mit Unsicherheit zu tun, dann kommen da viele Emotionen hoch und die sind in Ordnung, nur ist es vielleicht nicht immer die beste Strategie, die bei der betroffenen Person abzuladen, sondern woanders. Bestes Beispiel, wenn dir jetzt jemand hier auf den Fuß fährt und der ist gebrochen und dann tut es einfach nur weh. Und dann fängt man jetzt die Diskussion an, bin ich dir jetzt mit Absicht über den Fuß gefahren oder nicht? So, who cares? Es tut mir einfach nur weh. Das heißt, die Person, die da über den Fuß gefahren ist oder vielleicht eine rassistische, sexistische Äußerung gemacht hat, will in dem Moment jetzt nicht deine Emotionen auch noch auffangen, sondern die kannst du vielleicht woanders parken. Und was auch noch natürlich immer hilft, ist, sich aktiv mit einzubringen. Nicht zu sagen, hey, das ist was, das machen andere, sondern hey, das ist was, das betrifft dich auch. Ein weißes Privileg ist, dass ihr euch aussuchen könnt, wann ihr euch mit Rassismus beschäftigt und wann nicht. Das kann ich nicht machen.
Und ein Teil Ally zu sein, ist eben zu sagen, hey, auch wenn ich weiß bin, das ist ein Thema und es müssen nicht immer nur betroffene Menschen ansprechen, sondern das kann ich auch ansprechen. Und noch konkreter gibt es natürlich eine endlos lange Liste an AutorInnen, Instagram-Channels und Co., die da super Arbeit machen, und die zu supporten, hat auch noch nie geschadet. Genau. Habt ihr noch andere Fragen? Ja. Also wenn ich jetzt dann irgendjemanden ansprechen will, der irgendeine andere Hautfarbe hat, aber das Problem ist, wenn ich jetzt halt sage, ein Asiate, der hat eine gelbe Hautfarbe, okay, dann ist es okay, wenn ich dann sage, er ist gelb, oder soll ich dann irgendwas anderes sagen? Soll ich dann sagen, er ist ein Asiate, oder bei Schwarzen ist es okay, wenn ich sage, sie sind schwarz? Mhm. Das frage ich mich immer, ob das halt immer beleidigend ist. Mhm. Also auch da sage ich wieder Bescheid, weil ich jetzt ein rassistisches Wort reproduziere. Das Wort gelb ist auch eine Fremdbezeichnung. Das heißt, Menschen, die wir als asiatisch einordnen, die sagen, gut, ich kann nicht sagen alle, weil ich kann nicht für sie sprechen, aber die wenigsten bezeichnen sich selber als gelb. Und auch wie ich dir vorhin gesagt habe, wenn ich sage schwarz, dann meine ich nicht meine Hautfarbe, sondern die Erfahrung, die ich mache. Und im Falle von asiatisch gelesenen Menschen, und ich sage ganz bewusst gelesen, weil das heißt, dass ich, wenn ich sie angucke, sie so einordne. Ich weiß gar nicht, ob sie wirklich asiatisch sind. Vielleicht kommen die irgendwie aus der Kurpfalz. Who knows? Aber ich, wenn ich sie sehe, ordne ich sie so ein. Und das ist, was mir oft hilft, dass ich dann nicht sage asiatische Menschen, sondern asiatisch gelesene Menschen. Und wenn du es nicht weißt, ist, glaube ich, der beste Weg, einfach nachzufragen. Und wenn die Person aber sagt so, hey, was willst du, das geht dich gar nichts an, dann ist auch zu akzeptieren. Weil die Frage ist ja immer, warum willst du das wissen? Und ich glaube, das ist eine total relevante Frage, so für dich selber, wenn du merkst, ach, die Person, die ist irgendwie anders, deshalb muss ich die einordnen, oder hast du irgendein wirkliches Interesse, warum das für dich wichtig ist. Und also danke für die Frage und danke, dass du die auch so offen gestellt hast, weil ich glaube, es ist total wichtig, weil ich habe gemerkt, in dem, was du sagst, sagst du ja, die eine andere Hautfarbe haben. Und da schwingt schon sowas mit, nämlich, dass es eine normale Hautfarbe gibt und die ist meistens weiß, die bezeichnet man so nicht, und dass es dass verschiedene andere Hautfarben gibt. Ist aber so, dass es eigentlich nur eine Menschenrasse gibt. Und Rassismus hat dazu geführt, dass man anfängt, da so Klassifizierungen reinzubringen. Und wer normal und was anders ist, hat eben viel mit Macht und Strukturen zu tun, aber nicht mit wirklichen Unterschieden. Weil für mich ist Schwarzsein total normal. Schwarze Menschen gibt es in Deutschland schon sehr, sehr lange und ist mega normal. Nur musstet vermutlich ihr darüber noch nicht so viel nachdenken, weil für euch Weißsein normal ist. Und ich glaube, Teil, sich mit Rassismus zu beschäftigen, ist eben auch zu sehen, so ja, wer oder was anders ist, hat eben viel mit Macht zu tun und so, wie wir aufgewachsen sind. Wenn man eben nur Bücher liest, wo weiße Leute mit drin sind, dann hat man das Gefühl, das ist normal, und jemand, der schwarz ist, ist anders. Aber so müsste es gar nicht sein. Wenn das Internet nur voll ist oder Apps nur voll sind mit Sachen, die Rassismus reproduzieren, kriegt man dieses Gefühl. Ihr könntet aber auch, wenn ihr programmiert, euch anders entscheiden und dieses Gefühl gar nicht erst vermitteln. Weil sagen wir mal, die Generation zwischen euch, mir, die ist nicht nur weiß. Mindestens ein Viertel hat Migrationsgeschichte, schon Ewigkeiten. Das ist total normal. Das ist gar nichts Besonderes. Vielleicht weiß ich nicht, wie es gut, wir sind ja in Mannheim, das ist wieder anders, in Heidelberg auch. Aber Weißsein ist nicht normal. Weißsein ist Weißsein und das kann man auch benennen. Habt ihr sonst noch Fragen? Ja. Seit wann gibt es Rassismus? Also, man kann natürlich nie sagen, Rassismus ist an diesem Tag entstanden. Aber Rassismus ist eng verknüpft mit Kolonialismus. Das bedeutet, dass EuropäerInnen, so 13. Jahrhundert, je nachdem welches Land, entschieden haben, sie erfinden Menschenrassen,
als Rechtfertigung dafür, dass sie zum Beispiel Leute auf dem afrikanischen Kontinent, indigene Menschen in den Amerikas ausbeuten können. Und das ist der Ursprung von Rassismus. Das heißt, das hängt immer damit zusammen. Rassismus hat total viel mit Ausbeutung zu tun. Und was, glaube ich, spannend ist, gerade auch jetzt im deutschen Kontext, ihr kennt bestimmt alle auch Kant, habt ihr schon mal was von gehört, vermutlich. Und Kant hat auch Rassentheorien entwickelt. Das bedeutet, dass der Rassismus nicht sich irgendwer überlegt hat, sondern Rassismus haben sich ziemlich schlaue Menschen an unseren Universitäten ausgedacht. Weil nur so wird es ja praktisch, wie ist das Wort nochmal, also durch die Universität wird es legitimiert. Dann wird es als Wissen anerkannt, weil es ist ja Forschung und es ist ja Wissenschaft. Das heißt, dieses Argument, Leute, die rassistisch sind, sind dumm, ist, glaube ich, das dümmste Argument, was ich je gehört habe, weil Leute, die Rassismus erfunden haben, die waren ziemlich schlau und die haben das mit Absicht gemacht. Das heißt, wenn man über Rassismus redet, geht man immer zurück in die Kolonialzeit und bis praktisch jetzt Kant das entwickelt hat, bis das an der Uni war, bis das erste Boot und so, natürlich ist es ein super langer Prozess. Aber die Ursprünge davon liegen in der Kolonialzeit. Okay. Ja, noch eine Frage. Also wie genau kann ich andere Leute bestens darauf hinweisen, dass was sie gesagt haben rassistisch ist oder dass sie sich in ihrem Verhalten ändern sollen? Also ich glaube, das kommt immer darauf an, doofe Antwort, aber wo du bist und wen du meinst. Also mit deiner Oma zu Hause am Esstisch ist vermutlich anders wie mit deinem Lehrer oder mit deiner Freundin irgendwie beim Basketballspielen. Und eins, was ich immer gerne mache, ist einfach nachzufragen, hey, warum hast du das gerade gesagt, wenn wir jetzt einfach mal nur von Worten sprechen? Oder hey, was du gesagt hast, das kann verletzend sein. Und dann passiert oft, was ich vorhin beschrieben habe, da kommt ganz viel. Wut, Angst, Ärger, weil niemand will verletzend und niemand will rassistisch sein. Deshalb werden die Leute oft defensiv. Und ich, aber ich bin auch eine schwarze Person, ist vielleicht für dich dann was anderes. Ich versuche da ganz ruhig zu bleiben und das aufzunehmen. Und manchmal habe ich keine Lust zu diskutieren, dann schenke ich den Leuten ein Buch und sage so, hier, lest es einfach mal und dann reden wir wieder. Ich glaube, für euch ist es schon die beste oder eine tolle Strategie, einzugreifen und wirklich was zu sagen. Und das muss auch nicht immer sein, du weißt, wie es besser geht, sondern einfach mal so ein Hinweis. Weil oft wissen das die Leute nicht. Und ich glaube, das ist was sehr, sehr viel hilft, was man machen kann. Und natürlich, damit du dich selber wohler fühlst in so Diskussionen und Gesprächen, ist halt cool, wenn du auch wirklich weißt, worum es da geht. Und da einfach selber dich mal auf, weiß ich nicht, Instagram, Video, Internet damit beschäftigst. Und natürlich, es gibt in Deutschland ein Gesetz, das ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, und das schützt vor Diskriminierung. Also das schützt auch vor rassistischer Diskriminierung. Und man kann das einklagen. Das heißt, der Staat schützt davor, dieses Gesetz gibt's. Wenn also jemand sich rassistisch, offen rassistisch verhält, könnte man auch darauf zurückgreifen. Das ist, was ich in meiner Arbeit viel mache. Wir haben ein Antidiskriminierungsbüro, das heißt, mich rufen Leute an und sagen, ja, Frau Obolor, ich habe die Wohnung nicht bekommen, weil ich ein Kopftuch habe, was soll ich jetzt machen? Und dann kann man das eben prüfen auf dieses Gesetz, das heißt AGG, und kann dann gucken, was kann man da machen. Das Problem mit diesem Gesetz ist aber, dass es nicht greift bei Institutionen des öffentlichen Dienstes, Schule, Polizei, Staat, also das greift einfach fast ausschließlich im privaten Bereich. Und es klammert einen riesengroßen Bereich aus, zum Beispiel den, wo ihr euch vermutlich aufhaltet, nämlich die Schule. Und es gibt jetzt in Baden-Württemberg im neuen Koalitionsvertrag gibt es so Bestrebungen, damit es ein Landesantidiskriminierungsgesetz gibt. Und das könnte man auch unterstützen. Da mal ein paar Unterschriften hinsenden und sagen, hey, das ist wichtig, dass das passiert. In Berlin zum Beispiel gibt es schon ein Landesantidiskriminierungsgesetz. Und es war ganz spannend. Bei den letzten Black Lives Matter Bewegungen im letzten Jahr haben teilweise andere Bundesländer ihre Polizei nicht mehr nach Berlin geschickt, weil sie nämlich Angst hatten, weil es da eine andere Gesetzeslage gibt.
Und dann sieht man schon, so rechtlicher Schutz vor rassistischer Diskriminierung ist total wichtig und der ist aber nicht gewährleistet in jedem Bereich. Und das klingt so abstrakt, so ich hatte auch, bevor ich diesen Job angefangen habe, so, hey, was ist das AGG, was ist ein Antidiskriminierungsgesetz, weiß ich nicht. Seit ich das aber kenne, merke ich, hey, das ist krass wichtig. Und wie krass ist es denn, dass dieses Gesetz so schlecht ist teilweise? Ja. Ja. Also im Internet gibt es immer Leute, die meinen, ja, es gibt Rassismus gegen weiße Leute, und gibt es wieder Leute, die meinen, nein, es gibt es nicht. Also gibt es Rassismus gegen weiße Leute? Das ist irgendwie sehr kompliziert, finde ich. Ja, also ich würde dir zustimmen, dass es oft komplizierter klingt, als es ist. Und ich kann dir nur meine Meinung sagen, die ich aufbaue auf meinem Wissen, auf den Büchern, die ich gelesen habe, den Menschen, mit denen ich spreche. Nein, es gibt keinen Rassismus gegen weiße Leute. Ich kann euch erklären, warum. Und dann kommen wir zurück zum Anfang. Nämlich, Rassismus ist ein Vorurteil zusammen mit struktureller Macht. Wenn ich von struktureller Macht rede, dann meine ich über 500 Jahre Ausbeutung, Kolonialismus, Versklavung von Menschen aus dem afrikanischen Kontinent, wirtschaftliche Ausbeutung, Fremdbezeichnungen, die sich in all unsere Strukturen eingefressen hat. Und das ist das Fundament von Rassismus. Das heißt, bei Rassismus geht es nicht einfach nur um Vorurteil. So zum Beispiel, wenn man als weiße Person nach, weiß ich nicht, weiße deutsche Person geht nach England und dann sagen, ja, alle Deutschen, die trinken nur Bier. Das hat erstmal relativ wenig mit Rassismus zu tun, sondern ist nur ein Vorurteil. Und Vorurteile, die sind auch total schlimm. Die sind verletzend und die sind richtig scheiße. Nur sind die nicht immer strukturell. Was meine ich damit, wenn man das jetzt umdreht? Ich sage, weiße Leute können nicht rassistisch sein, weil weiße Leute nicht über die letzten über 500 Jahre hinweg ausgebeutet, versklavt, wirtschaftlich ausgebeutet, fremdbezeichnet und ermordet wurden. Und das ist für mich eine relativ einfache Sache, weil eben Rassismus und strukturelle Macht, die gehören zusammen. Und man kann das nicht einfach umdrehen, weil dann ist nämlich die strukturelle Macht weg. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und was ich merke, was weiße Leute oft vergessen, es geht so, weißen Leuten kann es total schlecht gehen aufgrund von den verschiedensten Dingen, aber klar, der einzige Grund ist, dass es wahrscheinlich nicht ist, weil sie weiß sind. Aber es gibt ja total viele andere Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren. Und deshalb gibt es keinen Rassismus gegen Weiße, weil es nicht ein System gibt, das dazu erschaffen wurde, um weiße Leute auszubeuten. Und wenn man praktisch mal kurz in Bolivien im Urlaub ist und den fünffachen Preis bezahlen muss, weil man weiß ist, ist es noch lange nicht strukturell. Das ist nicht gut, aber das ist nicht eine historisch gewachsene Kontinuität. Und ein Begriff oder ein Grund, warum es total oft, also ich kenne diese Debatten im Internet und da gibt es so ein Wort, das heißt White Fragility, weiße Zerbrechlichkeit. Und das ist, was total oft passiert, wenn man Leute auf ihre Privilegien hinweist und dann ist man so, ja, aber mir, als ich da im Urlaub war, da ist mir auch das passiert und als ich da war, da ist mir auch das passiert und dann war ich hier und da ist mir das passiert und überhaupt geht es mir total schlecht, weil ich finde auch keine Wohnung. Und das ist, was wir vorhin hatten mit diesem Fuß. Also man ist rassistisch und dann ist so eine defensive Haltung, dass man erklärt und rumspringt, weil man merkt, hey, vielleicht hat es auch was mit mir zu tun und ich kann mir das nicht eingestehen. Und das passiert total oft und da kann ich nur empfehlen, ruhig zu bleiben und es relativ sachlich und wissenschaftlich sich anzuschauen. Da liest man zwei Bücher, nicht mal mehr zwei Bücher, einen Wikipedia-Artikel und ich weiß nicht was noch. Und dann hat man rausgefunden, dass es keine strukturelle Diskriminierung von weißen Leuten gibt. Okay. Ja, noch eine Frage.
ist jetzt eher so ein bisschen wie eine Meinung, aber ich würde halt sagen, dass insgesamt finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn man Schwarze in der Gesellschaft als Schwarze bezeichnet. Wenn man zum Beispiel irgendwie jemanden beschreibt und dann sagt man ja, ja, und der ist schwarz oder sowas. Aber ich denke, man sollte halt irgendwie ändern, wie mit Schwarzen umgegangen sind. Und man sollte vielleicht sogar Schwarzen heutzutage zumindest so ein bisschen einen Boost geben, dass sie halt aus... Nochmal, kannst du was geben? Das letzte Wort habe ich nicht verstanden. Einen Boost. Boost? Ja, wie so ein Sprungbrett. Ach, Boost, englisches Wort. Ja, okay, ich fand so ein Buch. Was für ein Buch? Okay, ja. Ja, klar. Also würde ich dir zustimmen. Natürlich muss man da schwarze Menschen unterstützen, auf jeden Fall. Und da gibt es ja verschiedene Wege, wie man diese Hindernisse abbauen kann. Und ich glaube, einer ist aber schon auch die andere Position, nämlich Weißsein auch mit sichtbar zu machen. Und wenn man dann anguckt, was gibt es für Strukturen, die schwarze Leute unterstützen, sind es total viele verschiedene. Und zum Beispiel, und das ist vielleicht ein schöner Schluss, das Buch, was ich jetzt rausgebracht habe, Schwarz wird groß geschrieben, beschäftigt sich genau damit, zu sagen, so ja, es gibt, nur weil man schwarz ist, sind wir nicht alle gleich. Es gibt total viele verschiedene Themen, die schwarze Leute beschäftigen, wie sie ihr Schwarzsein definieren. Schwarz ist nicht gleich schwarz, ist keine homogene Gruppe. Warum fällt mir das jetzt ein? Wegen deinem Boost. Das heißt, nicht jede schwarze Person braucht das Gleiche und hat die gleichen Probleme. Und es ist total wichtig, das nicht zu vergessen, weil die wenigsten sind nur schwarz. Ich bin schwarz und eine Frau. Gibt schwarze Leute, die sind schwarz und queer. Gibt schwarze Leute mit Behinderung. Es gibt eine riesen Palette an verschiedenen Erfahrungen von Schwarzsein. Und es ist auch Teil von Rassismus, zu sagen, schwarze Menschen sind gleich und die brauchen alle das. Ich bezweifle sehr stark, dass ich das Gleiche brauche, wie zum Beispiel mein Vater, um Gottes Willen. Ich bin eine super privilegierte Akademikerin, die schwarz ist, cis und heterosexuell, mit einem guten Job. Ich brauche ganz andere Sachen, wie Leute, die prekär arbeiten und nochmal andere Erfahrungen machen. Und ich glaube, das ist auch für euch total wichtig, das im Blick zu behalten, dass es nicht die eine Antwort gibt. Und das ist dann wieder frustrierend und macht einen unsicher, weil man hätte die gerne. Aber ich persönlich finde es total cool, dass es die nicht gibt. Weil das freut mich, weil dann merke ich, hey, die Leute erkennen endlich an, dass zum Beispiel schwarze Menschen Individuen sind und ganz verschiedene Bedürfnisse haben. Danke dafür. So, darauf warte ich schon eine ganze Weile. Ich glaube, das ist dann ja, nervig, weil es nicht die einfache Antwort gibt, aber es gehört einfach dazu. Ja, noch eine Frage. Wie früh würdest du sagen, sollten Kinder davon anfangen zu lernen, weil es zum Beispiel in Ungarn auch Sanktionen erlitten hat, dass sie zum Beispiel queer oder trans oder schwule oder heterosexuelle auch in Schulbüchern nicht erlaubt haben? Und nochmal, was ist deine Frage? Also wie früh sollte man anfangen, zum Beispiel Kinder da zu unterrichten? Zum Beispiel sobald sie in den Kindergarten kommen oder erst so in unserer Altersklasse oder erst im späteren Alter? Okay. Also ich glaube nicht, dass man im Kindergarten so irgendwen zwangsläufig unterrichten muss, aber auch im Kindergarten hat man zum Beispiel Einfluss, was gibt es da für Spielzeug? Gibt es da eigentlich nur weiße Puppen? Gibt es da auch schwarze Puppen? Gibt es da auch asiatisch gelesen Puppen? Gibt es da Puppen of Color? Gibt es da nur normschöne Körperpuppen, also irgendwie so dünne, blonde Barbie-Girls? Oder gibt es da auch Puppen, die anders aussehen? Und ich glaube, das ist dieses Subtile, da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Ich habe viele Freunde, die haben kleine Kinder und da geht es schon los. Was schenken die denen für Spielzeug? Was lesen die für Bücher? Gibt es da zum Beispiel Eltern, die zwei Männer sind? Und als kleines Kind, da interessiert es mich gar nicht so sehr zu wissen, was ist jetzt mit diesen Männern so, warum haben die ein Kind? Aber wenn ich einfach ein Buch sehe und da wird mir das erzählt, dann nehme ich das an, dann ist es für mich Teil von meiner Realität. Deshalb glaube ich, dass man da nicht früh genug anfangen kann, aber dass es nicht um so einen Erklärton geht, sondern dass man einfach versucht, die Vielfalt der Gesellschaft auch abzubilden, in dem, wie man mit seinen Kindern umgeht. Und es ist mit also Bücher, Kinderlieder, Spielzeug, also das ist eine ganze Bandbreite. Ich habe einen kleinen Neffen und der mag total gerne Polizei, das ist gerade hoch im Trend. Und dann ist mir aufgefallen, dass weil viel von diesen, wie heißt der,
Oder ist der Feuerwehrmann Sam? Scheiße, ich habe es vergessen. Ja, genau, Feuerwehrmann. Und das ist ja was, das kommt aus den USA. Und was man merkt, ist, dass es da auch schwarze Polizeimännchen und sowas gibt dadurch im Spielzeug. Und es hat mich zum Beispiel total gefreut, weil ich dann mit ihm spielen konnte und irgendwie, er hatte Spielzeug, das sah auch so aus wie ich. Und das ist, habe ich ihm dann da jetzt nicht groß erklärt, sondern es ist einfach normal. Und es gibt auch Kinderlieder. Ich weiß nicht, ob ihr Zucchini kennt. Zucchini hieß sie früher, ist eine queere Rapperin. Und die bringt zum Beispiel auch total viele Tracks raus, wo so Sachen normalisiert werden. Und da kann man nicht früh genug anfangen. Und was ganz anderes ist, das, was ich jetzt bisher mit euch versucht habe, angerissen habe, so ein strukturelles, historisches Begreifen von, was ist da passiert und warum ist es so. Das ist total wichtig. Aber wenn ich jetzt mit Kindern starte, würde ich das nicht machen, sondern da würde ich eher gucken, hey, womit spielen die? Und im optimalsten Fall sind die vielleicht auch in einem Kindergarten, wo es andere Kids of Color gibt. Und kann man auch mal einfach in der Schule nachfragen, so, hey, was haben wir hier eigentlich für Bücher? Ich wollte nur mal fragen, haben wir hier eigentlich was zu schwarzer Geschichte? Wie sehen eigentlich hier die Kinderbücher aus? Was lesen wir eigentlich so für AutorInnen? Das sind so Nachfragen, die kosten euch vermutlich nicht so viel Zeit, aber die regen oft schon so den Schulbibliothekar zum Nachdenken an. Ja. Also, meine Deutsch ist nicht perfekt. Ich habe nicht alles verstanden, aber für mich ist jetzt interessant. Du hast die ganze Zeit erzählt über Beziehung zwischen Weiß und Schwarz mit großen Buchstaben. Aber wie du siehst Beziehung zwischen Schwarze und Gelbe und Gelbe und Weiße? Mhm. Gibt es da Rassismus oder nicht? Mhm. Okay, also auch da nochmal der Hinweis, dass ich, glaube ich, gelb als Begriff so nicht verwenden würde, weil es so eine Fremdbezeichnung ist. Also erstmal, warum habe ich das gemacht? Weil ich mich damit am wohlsten fühle, weil ich praktisch sage, ich bin selber eine schwarze Person, das ist eine Erfahrung, die ich mache und über die kann ich besser sprechen, als über eine Erfahrung, die ich nicht mache. Und es gibt einen Begriff, vielleicht kennt ihr den, der heißt BIPOC, Black Indigenous People of Color. Und den Begriff gibt's, um sichtbar zu machen, dass von Rassismus betroffene Menschen ganz verschiedene Erfahrungen machen. Indigene Menschen, of color Menschen. Und natürlich gibt's innerhalb von diesen von Rassismus betroffenen Menschen, seien das jetzt asiatisch gelesene Menschen, muslimisch gelesene Menschen, gibt's sehr, sehr viele Unterschiede. Klar gibt's zwischen denen Rassismen, weil wir wachsen alle in einer rassistischen Welt auf. Das heißt, wenn ich als asiatisch gelesene Person einen schwarzen Mann sehe, habe ich vielleicht die gleichen Gedanken wie eine weiße Person. Selbst davon betroffen zu sein, schützt nicht davor, das zu reproduzieren. Das heißt, ich kann dir da jetzt nicht sagen, die Beziehung ist so, sondern das hängt halt total davon ab, wie viel hat die Person sich selber damit beschäftigt. Und man sieht zum Beispiel, muslimische, arabisch gelesene Menschen, wenn man sich das wieder historisch anschaut, waren diejenigen, die in den afrikanischen Kontinent reingegangen sind. Und schwarze Menschen, es waren Sklavenhändler. Das heißt, natürlich gibt es da auch eine historische Hierarchie zwischen diesen Menschen und schwarzen Menschen. Und deshalb ist, glaube ich, umso wichtiger, diese Gruppe nicht so homogen zu sehen, sondern eben anzuerkennen, das sind ganz viele verschiedene Menschen mit verschiedenen Erfahrungen. Und nur weil sie asiatisch gelesen sind, heißt es nicht, dass sie antirassistisch sind. Vielleicht ein bisschen beantwortet.